Ja, herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar sind wir heute unterwegs, ein bisschen Mittelaltermarkt, ja, in Gut Leimershof. Ja, und da würde ich sagen, ich nehme euch ein bisschen mit und zeige euch so ein bisschen die Gegebenheiten. Ja, und da würde ich sagen, bis später. Also gibt es auch noch eine Feuershow und so. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns. Bis dann, Freunde. Ja, hier geschah vor 714 Jahren gar nichts. Die Drachenschenke. Schmausen Getränkegasse. Ja, dann gucken wir uns doch mal die Speisekarte an hier. Was gibt's denn Schönes hier? Hier gibt's Bratwurst, Steak, Pulled Pork, Spirits, Gulasch. Preis ist denn eigentlich ganz fair? Ich wäre. Ich glaube, ich werde Gulasch essen. Selbe wie letztes Jahr. Selbe wie letztes Jahr? Ja. Weil letztes Jahr auch Gulasch gegessen? Ja. Okay, weiß ich gar nicht mehr. Ja, dann würde ich sagen, wir melden uns dann wieder, wenn das Essen da ist. Ja, Freunde, also. Das ist das Gulasch, das hat einen 10er gekostet, glaube ich. Ja, 10 Euro. Dann haben wir hier die Pulled Pork Fraktion. Das ist geil. Die einzige, die ein bisschen aus der Reihe tanzt, ist die Julia. Ja, und du? Die sich so ein Sparrow reindonnert. Ja, und du mit einem Gulasch? Ja, ihr ist echt so Gulasch tanzt aus der Reihe. Nein, gar nicht wahr, Alter. Gar nicht wahr? Wollt ihr schneller? Ja! Das wäre was für meine Ampel, ne? Soll ich dir das rüberbringen? Ja. Ach, sie da, Mensch. Nee, das ist ja. So, wo wollt ihr jetzt hin? Ich schätze mich glücklich, euch alle hier begrüßen zu dürfen. So unsere Handgeige verboten ist, haben wir uns ein Tütü umgeschnallt, damit man erkennt, wer hier die Leute mit dem schlechten Gedächtnis sind. Tja. So, ich hoffe, ich habe alle Verwirrungen aus dem Raum geschafft. Jetzt mal, bevor wir loslegen, noch ein paar Grundlagen. Wirklich außerhalb der Arena bleiben. Auch die Kinder bitte hinter der Absperrung. Die Herrschaften haben alle Helme auf, mit sehr eingeschränkter Sicht.
die sehen nur nach vorne, nicht nach unten, nicht nach hinten, nicht nach links und rechts. Wenn da ein Kinderbein unten durchragt, dann ist es eventuell durch. Deswegen rücken wir alle ein bisschen hinter die Absperrung. Gehen wir nach unten dazu. Danke euch. Und Mama hält auf die Füße raus im Idealfall. Gut. Was wollen wir heute machen? Wir zeigen euch heute ein paar unterschiedliche Möglichkeiten, die wir uns gegenseitig auf die Fresse hauen können. Also ich nicht, ich habe nur das nicht ganz besser. Und dazu brauchen wir erstmal einen, der ich bin, einen Freiwilligen hier rein. Nach dem Bewertungssystem Codex Belli. Codex Belli ist ein Punktekampf nach Treffern. Und zwar mit festgelegten Trefferzonen. Die Herrschaften müssen also ihren Bauch verteidigen, ihren Rücken, die Arme bis zum Ellenbogen darunter nicht. Also oberhalb des Gelenks. Und bei den Beinen genauso oberhalb des Gelenks. Können wir uns noch entscheiden, mit oder ohne Helm? Wer ist für mit Helm, Hand hoch? Gut, dann zählen Kopftreffer heute auch. Und die sehen dann so aus. Okay, ihr habt es gehört. Vielen Dank für die Hilfe und die Unterstützung. Und wir beginnen mal ganz langsam, die Herren sind alle ein bisschen eingerostet, wir hören uns ein bisschen auf. Jeder sucht sich einen Partner und macht mal ein paar Übungen. Eins gegen eins zum Ausprobieren. Kommt mal rein und macht mal ein bisschen. Jetzt sucht euch eure Paarung selbst und dann geht's los. Auf geht's. Und da braucht freiwillige Kinder, die sich jetzt einfach wieder aussuchen wollen. Finger hoch, wer will da kurz reinkommen und sich wieder aussuchen? So, hallo, wie heißt du? Das ist der Lukas. Der Lukas sucht sich jetzt mal die ersten zwei aus. Sucht sich mal die ersten zwei aus, die jetzt gegeneinander kämpfen. Der Weiße geht neben dem schwarzen Kreuz. Okay, dann fangen wir so mal an. Lass mal rausgehen. Vielen Dank, Lukas. Ein Treffer. Ein Treffer.
Das sind die widerlichen Dinger, die Zwiebelringe. Ja, der Herr der Zwiebelringe. Zuckerwatte. Und Softeis. Thank you.